Hallo und herzlich willkommen zum Unboxing des Marco Doppelhorn K2. So, hier sieht man jetzt einmal den Karton des Horns. Ist alles gut verpackt. Jetzt machen wir das auch mal oben auf. Hier sieht man dann auch direkt den Schaltplan, wie alles zu verkabeln ist. Dann sieht man oben einmal den Kompressor und auch das Montagematerial, das eingeschweißt ist. Dann hier einmal der Kompressor, relativ gut verarbeitet, recht schwer. Man sieht oben einmal den Plus- und Minuspol, oben die Luftauslässe und auf der Unterseite einen Plus- und einen Minuspol. Dann holen wir mal das Druckluftfahrwerk heraus. Da ist auch der Schlauch noch mit dabei. Der Schlauch, der ist 1,20 Meter lang. Hier sieht man jetzt das Druckluftfahrwerk. Die Hörner sind beide an einen gemeinsamen Fuß montiert. Die haben oben jeweils einen voneinander getrennten Luft. Einlass die Hörner. Auf der Rückseite hier das Marco-Logo noch zu sehen. Und ja, die Hörner sind verchromt und sehen eigentlich echt recht schön aus. So, und das alles zum Lieferumfang des Marco Doppelhorn K2.